Wir schreiben das Jahr 2006. Alle Politiker haben sich mit der herrschenden Regierung abgefunden oder sind bereit, die ÖVP in ihrem Machtrausch zu unterstützen. Alle Politiker, nein, ein von einer unbeugsamen Partei, der FPÖ, aufgestellter Mann, hört nicht auf, Widerstand zu leisten. Ich bin HC, ein Volksvertreter, vielleicht sogar Überzeugungstäter. Mir traut sich keiner, die Wahrheit zu sagen, darum tu's ich, bitte darf ich's wagen. Was viele schon wissen, bringe ich zu Papier, und diesmal ist der Text bestimmt von mir. Skandale, Bestechung, Korruption und Verrat, das sind die Eckpfeiler in unserem Staat. So sehen das die Herrschaften im Parlament, es wird Zeit, dass da jemand dagegen anrennt. Der aufpasst, der aufschreit, Missstände aufzeigt und nicht wie gewohnt heile Welt vorgeigt. Der Dinge anspricht, die die Menschen betreffen, dafür sind wir da, ich und meine Effen. Ich weiß, das gefällt den Mächtigen nicht, dass ein Rebell die Dinge ausspricht. Am liebsten sehen sie mich schon mit Nebel, aber aufgepasst, ich habe mehr als meinen Säbel. Es geht um die Zukunft, um Österreichs Sache. Ich bin dabei, dein HC Strache. Das ist unser Mann, der Österreich retten kann. Wir alle haben jetzt bald die Wahl, wer führt uns aus dem Jammertal? Er ist unser Mann, der uns noch retten kann. Einer, der sich nicht versteckt, sondern geradeck spricht und Missstände aufdeckt. Ich lass mir den Mund nicht gern verbieten, auch wenn die Gutmenschen noch so wüten. Die Wahrheit kommt irgendwann ans Licht, dann nutzt es nichts, wenn der Kanzler spricht. Böse Menschenrechte retten, gibt's hier vielleicht was zum Verstecken? Statistiken schön und Berater einkaufen und dann die Leute für blöd verkaufen. Ich sag nur das, was sich alle denken, wir wollen unser Land nicht mehr verschenken an Menschen, die unsere Kultur nicht schätzen, sich über unsere Gesetze wegsetzen. Wer sich nicht integrieren will, für den hab ich ein Reiseziel. Ab in die Heimat, guten Flug, Arbeitslose haben wir hier selbst genug. Einbruch, Raub und Überfall, Verbrechen steigt schnell und überall. Die Ostöffnung ist eine tolle Sache, es grüßt dich herzlich dein HC Strache. Das ist unser Mann, der Österreich retten kann. Wir alle haben jetzt bald die Wahl, wer führt uns aus dem Jammertal? Er ist unser Mann, der uns noch retten kann. Einer, der sich nicht versteckt, sondern geradeck spricht und Missstände aufdeckt. Aufdeckt, aufdeckt, aufdeckt. Die Wahrheit kommt irgendwann ans Licht. Eure Lügen, die brauchen wir hier nicht. Keiner fragt und man zweifelt nie. Ich frage mich, ist das Demokratie? Ich bin fürs Volk, bin für Solidarität. Ich bin der eine, der beim kleinen Mann steht. Das und sonst nichts ist unsere Sache. Das sagt nur euer HC Strache. Das ist unser Mann, der Österreich retten kann. Wir alle haben jetzt bald die Wahl, wer führt uns aus dem Jammertal? Er ist unser Mann, der uns noch retten kann. Einer, der sich nicht versteckt, sondern geradeck spricht und Missstände aufdeckt. HC Strache kämpft dafür, dass wir Österreicher Herren im eigenen Haus bleiben. Deshalb ist er unsere Wahl.